So, guten Morgen. Oder guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wenn ihr es anguckt. Wir spielen Skyrim VR weiter auf unserem schönen Kanal. Andreas spielt. Gestern waren wir in der komischen Festung. Also quasi die erste Mission aus der imperialen Armee. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich wieder, wo wir sind. Jawohl, da war unser... Nee, vergesst es. Da war dieser Banditenanführer und wir gehen jetzt unsere Quest wieder zurückgeben. Gehen wir erstmal aus der Tür hier. Ich hoffe, es ist nicht so laut, weil wenn sie die Straße sind, sie gerade fest anbauen. Gibt ein schönes neues Wohngebiet da oben. Mitte der Wies, braucht keine Sau, aber gemacht wird es trotzdem. Das ist uns aber egal. Ich hoffe, wie gesagt, bloß, dass man es nicht so arg im Hintergrund hört. Ja, ansonsten muss ich sagen, ist mir nach dem gestrigen Spiel relativ gut gegangen. Also mir war es jetzt nicht irgendwie schlecht oder so, da war ich echt begeistert. Sehr sogar, tatsächlich, weil sonst hätte ich immer meine Probleme. Bis auf ein paar Mal aufstoße, wer das Video von vorne bis hinten gehört hat, hat es mitgekriegt. War eigentlich soweit alles ganz gut. Also wirklich. Besser darf es jetzt sein. Ah, da ist jetzt eine Schmiede. Ne, wir machen jetzt kein Crafting. So, jetzt. So langsam komme ich auch mit der Steuerung wieder klar. Ich habe gesehen, die Karte habe ich jetzt auf Anhieb gefunden. Wir gehen jetzt per Schnellreise zurück nach Einsamkeit. Ich habe einfach immer den Eindruck, dass durch die PSVR-Brille, dass meine Nase zusammenklemmt. Aber ich glaube, das ist jetzt so. Fühlt sich, glaube ich, bloß bei mir ein bisschen so an, weil das so ganz oben an den Nasenflügel wird es so ganz, ganz leicht angeditscht. Aber auch nur, wenn man die Brille sehr eng anzieht, was ich gern mache, weil ich nämlich eigentlich keinen Bock habe, dass da überall an der Seite nur Licht reinkommt. Das stört mich extrem beim Spielen. Darum sitzt sie auch nicht ganz optimal heute. Aber ja, jetzt sieht's gut aus. Also, Einsamkeit. Wir gehen jetzt zurück und geben unsere Quest ab. Sicher den einen oder anderen Septim entbehren. Wo sind wir denn gerade? Okay. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Wir sind halt nur die Stärke genug. Ich bin nicht interessiert, Jari. Ganz egal, wie auf dir fragen. Barrierefreie Stärke. Das solltet ihr nicht. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein mitgezogener Waffe nähert. Ah ja, gut. Ich könnte vielleicht die Waffe wegmachen. Das ist richtig. So, gehen wir mal da rein. Schloss Elend. Wie hätten denn das auf Englisch heißen? Castle. Fuck you, keine Ahnung, Elend. Erklärt halt. Mir nochmal, warum ich Männer dafür opfere. Macht keinen Ärger, Kaiserlicher. So, jetzt bin ich gespannt, ob ich die Prüfung bestanden habe. Schön, euch wieder in einem Stück zu sehen, Soldat. Freut mich auch. Ich schicke sofort Männer zur Festung. Gut gemacht. Ich bin beeindruckt. Aber bevor wir weitermachen, ist es an der Zeit, dass ihr der Armee offiziell beitretet. Also... Redet mit General Tullius. Ja, jetzt warte kurz, bis die Vereidigung vornehmen. Also ich muss ja sagen, das kommt... Mit eurem Beitritt zur Armee leistet ihr einen Eid, der euch in den Dienst des Kaisers und somit eines jeden Bürgers im Kaiserreich stellt. Seid ihr bereit, diese Verpflichtung einzugehen? Ja, drum bin ich da, du Seemann, natürlich. Bin mir nicht sicher, nee. Nun gut. Sprecht mir nach. Bei meiner Ehre schwöre ich Kaiser Titus Mede dem II. Meine ewige Treue. So, ihr glaubt jetzt wohl nicht, dass ich das jetzt aussage? Den Offizieren dieses großartigen Kaiserreiches. Wer über mir steht, möge mich richten. Wer unter mir steht, mich niederstrecken. Falls ich meine Pflicht verletze. Was ich meine, Pflicht verletze. Lebe der Kaiser. Lebe das Kaiserreich. Ja. Willkommen, vergesst nicht. Oh, wir kümmern uns um uns selbst. Egal. Wer einmal in der Armee ist, der bleibt dort sein Leben lang. Redet mit Beirand. Er hält sich normalerweise bei der Schmiede auf. Er wird euch ausrüsten. Nun, wenn ich mich nicht irre, hat Legat Ricke einen Sonderauftrag für euch. Na, ich werde es gleich mit dran. Passt. Danke. Oh, eine Trophy! Also jetzt. Mir noch mal, warum ich Männer dafür opfere, hinter einem Märchen herzujagen. Was ziemlich geil ist,
was wahrscheinlich bei euch, geh mal da weg, dass man die zur Schwätze hört. Was bei euch wahrscheinlich, oh, die Spinnenweiber sind ja auch geil. Was bei euch jetzt nicht so gut rauskommt, wahrscheinlich ist dieser, weil wahrscheinlich, das sieht man bei euch auf dem Bildschirm nicht so, ist diese räumliche. Ihr seid jetzt schon lange genug hier, um zu wissen, dass Nord nicht immer vernünftig ist. Steck sie mal aus. Ja, der Kopfhörer. Box braucht ja niemand. Na und? Ulfric bekommt diese Krone und dann ist oh, halt doch du jetzt Maul da, ne? Nein, so einfach ist es nicht, aber so. Die Zackenkrone wäre ein mächtiges Symbol. Jetzt mit zum letzten Mal das Räumliche. Gerade wenn ich da eine Nuff guck, ist mit der PSVR-Brille schon einfach. Also. Ich muss sagen, mit so einer Spielgrafik wie bei Skyrim fühlt man sich schon richtig da drin. Also wirklich so zu sehr und oh, das ist schon Hammer, wie das da hochgeht. Also es ist schon, und da oben sieht man dann irgendwie so Deckennebel oder was auch immer das ist. Die Feuer sehen geil aus. Also es ist wirklich alles so räumlich faszinierend. Ich denke es immer mal wieder beim Spielen, gerade bei Skyrim, bisher, was das angeht, diese Immersion und diese Darstellung bei der PSVR-Brille. Steinfaust ist kein Tor. Das Beste einfach, also richtig gut. Jetzt holen wir mal unser kaiserliche Ausrüstung, damit wir endlich unsere Ding regelt. Mal schön den hier aus. Holen wir uns erstmal unsere Rüstung, bevor wir weitermachen. Ich habe übrigens mir einen Wecker stellen müssen. Ich hoffe, das hat auch funktioniert. Ja, sieht gut aus. Also zwischendrin wird es mal einen kleinen Schnitt geben. Und ich muss euch dann für eine Weile verlassen. Aber das ist gar nicht schlimm, das merkt ihr nämlich wahrscheinlich gar nicht. Beziehungsweise bloß an meinem dummen Geschwätz, wenn ich dann sage, so jetzt mache ich meine Pause und dann sei ich jetzt mit mir da. Aber ja. Also Beirand. Anscheinend hatten die kaiserlichen Städte. Ja, gib mir mal was. Ich hätte da nur eine Frage an euch. Leicht, mittel oder schwer? Also, ich sage leicht, weil mir schleiche da relativ viel und zaubert. Bitte. Damit kaiserliche, leichte Armee, Schiene, Rüstung, Stiefel und Schild. Einigermaßen behaupten können. Okay, so, danke. Das wär's. Ziehen wir unsere Uniform gleich mal an. Bekleidung. Kaiserliche leichte Armschiene, kaiserliche leichte Rüstung. Leichte Stiefel haben wir schon zweimal, haben wir schon an. Leichter, nee, das Schild brauchen wir eigentlich nicht. Ring der geringen Veränderung, Steuerrüstung, okay. Ich glaube, wir gehen dann auch mal zum Händler und dann mal das übrige Zeug irgendwie verkaufen. Jeder Soldat kriegt eine Kluft umsonst. Wenn ihr. Wanderer wie ihr haben bestimmt viele Geschichten zu erzählen. Ah, da. Die besten Waffen und Rüstungen. Und dann nehme ich hier gleich mal das komische Eisenschild, wenn Quai weg, das kommt weg, das kommt weg. Eigentlich können wir. Was? Ah nein, jetzt habe ich einkauft! Ich Idiot! Na, ah. Klingen, Helme. So ziemlich alles, was ihr braucht. Na, so kann man auch sein Geld loswerden. Hein, zack. Also alles wieder weg. Da gibt's wenigstens Redekunst. Wunderbar. Okay, was können wir sonst noch verkaufen? Wie viel Gold haben wir denn jetzt? Ah, 1300, okay. Fast so viel wie der Händler. Die ganze Barre und so und Felle, die palmen wir mal, falls ihr mal craften wollt. Jetzt Waffe der Nordburger, der war ja, glaube ich, schlechter. Axt von Weißlauf. Untote, Fliehen, Schaden 9. Was hat denn der, das Schwert, das benutzt hat auch Schaden 9, also weg damit. Dolch brauchen wir nicht. Eisenschwert der Kälte, Schade 8 brauchen wir auch nicht. Und die Stahlpfeile 4 Stück, ganz ehrlich. Pff, die heb ich nicht auf. Das ist mir schon zu dumm. Also, okay. Rüstungen, wenn ihr alle sucht. Jetzt holen wir uns mal unsere nächste Quest wieder. Richtet euer Augenmerk auf eure Ziele. Gut, stolz bin. Haltet ihr Nord? Lasst mich raten. Jemand hat mich aber schon interessieren, wie ich von außen aussehe, gell? Das haben wir immer noch nicht rausgefunden, wie das geht. Das tue ich nachher in der Pause. Tue ich das mal googlen. Damit wir das auch rausfinden können, weil. Das ist ja schon wegen Schad, finde ich. Also die eigentlich hätte es mir schon interessiert. Theoretisch R3, aber da passiert halt nichts, wenn ich das drücke. Wir unterstützen Elisiv. Wenn sich die Volksversammlung trifft, wird sie das Richtige tun. Das war Fuß. Fuß, genau. Wir haben nicht alle auf der Volksversammlung zugestimmt. Ja, also, komm, gib mal Quest. Willkommen bei der Armee, Hilfssoldat.
Hör zu. Galmar Steinfaust, Ulfriks rechte Hand, yep, hat seiner Meinung nach die letzte Ruhestätte der Zackenkrone gefunden. Wir werden dafür sorgen, dass er das Ding nicht in die Hände bekommt. Die Quest, das war eigentlich der ganz Rest cool. Meiner Leute sammelt sich gerade außerhalb von Corvan Yund. Wir treffen uns dort, sobald ich hier fertig bin. Okay, machen wir so. Wir können ja mal nachfragen, was das ist, die Zackenkrone. Eine legendäre Krone aus der Zeit König Haralds oder sogar noch davor. Ein mächtiges Relikt eines goldenen Zeitalters, das längst Geschichte ist. Ist das der gleiche König Harald wie aus der Vikings? Der Legende nach wurde die Krone aus den Knochen und Zähnen uralter Drachen gefertigt. Also der versucht, König von Norwegen zu werden, war so fast schafft, aber Weib findet irgendwie keins. Wie auch immer die zumindest Wahrheit keins, aussieht, mit dem er glücklich in Ulfriks Händen wäre es ein mächtiges Symbol, mit dem er Unterstützung für seine Sache gewinnen könnte. Drum holen wir das, weil wir sind ja gegen Ulfric, gell, als Imperiale. Wartet passt nicht auf mich. Jetzt muss ich mir nur die Quest wieder da reinholen. Die Zackenkrone trifft. Was? Ja, okay. Geht nach Corvan Yund, sobald ihr bereit seid. Corvan Yund. Weltkarte. Ist das da? Kann ich da hinreisen? Markierung platzieren? Nee, dann in dem Fall suche ich mir einen. Nochmal so ein Kutschtypi, der mich nach Corvan Yund bringt. Wir sehen uns dort. Also dann. Nein, so einfach ist es nicht, aber die Zackenkrone wäre ein. Ich bin mal gespannt. Ich war gestern im PS-Shop übrigens und hab dann. Oh, hallo, du bist ja ein Schöner. Ah, das sieht auch gefährlich aus, wie die auf mich zukommen. Hier, meine Fresse. So, was? Alles in Ordnung? Ja? Die Cousine des Kaisers. Deine Vicky Mutter. Sich bald vermählen. Aha, die vermählt sich auch. Ihr passt doch auf euch auf, alle Bürger oder? Von Einsamkeit können. Ja. Was wollt ihr jetzt? Ja, genau. PS. Ich mag vielleicht wie ein wilder Schwertkämpfer aussehen, ziehe jedoch die geistigen Fähigkeiten dem Krieg vor. Also ich bringe ja nichts erzählt. Ich werde immer gerne unterbrochen hier von den ganzen Hoshis. PS-Shop war ich gestern drin und habe dann gesehen, es gibt ein paar so VR-Experiences, die kostenlos sind. Da waren ein paar spannende Sachen dabei, gerade dieses Rogue One X-Wing Death Star Approach Teil. Das will ich auf jeden Fall machen, das klingt mega spannend. Und da waren nur ein, zwei andere Sachen dabei. Verspreche euch, die mache ich alle mit euch zusammen und das kriegt ihr mit. Sowas finde ich ja ganz cool. Ich fand ja schon von der Demo-Disc hier, von der Kiste, gab es so ein. Entschuldigung, Gott, schon wieder los. Ne, da gab es so einen Tauchgang, den man machen konnte. Da ist mir dann in so einem Käfig, wurde mir dann so der Marianne-Grab oder was weiß ich was, das war Runterklasse, kam dann so Haie, war dann U-Boot. Also eigentlich musste man nichts machen, sondern nur gucken. Aber ich muss sagen, das war schon ziemlich geil. Und dann, wenn das erste Mal, da bist du dann schon richtig, wenn dann der Hai kam, so, wuh, was geht ab? Also war schon krass, echt. So als Demo für die ersten Schritte mit der VR-Brille. Kann ich nur empfehlen, dieses VR Worlds. Fick dich, ich spreche es aus wie ein Erstklässler. VR Worlds. Ach komm, Lums, bleibe, egal. Soll ich euch mitnehmen? Ich kann euch zu jeder Hauptstadt. Wenn ich jetzt noch gehen? Wüsste, wie das kostet hat. Okay, nee, das ist da gerade dabei. Dann müssen wir mal wahrscheinlich bis laufen, so wie es aussieht. Habt ihr das gehört? Das Schweif vom Pferd, das hört man, das ist auch voll witzig. Nee. Meine Kutsche ist die sicherste. Jetzt haben wir es gehört, wenn der andere geschwätzt hätte. Egal. Also müssen wir wohl laufen jetzt in dem Fall. Dann machen wir aber eine Schnellreise nach Drachenfeste und laufen dann von dort nach Corvan Yund. Ich glaube, das ist besser. Was ist denn da? Flusswald ist auch ein Ort markiert. Was haben wir noch für eine Quest an? Achso, Anführer der Gefährten. Okay, das machen wir andermal. Karte. Also wir reisen nach Drachenfeste, jawohl. Gut. Und ich muss auch sagen, auf was ich mich mega freue, das ist schon lange angekündigt für der PS VR, ist Iron Man. Also, ich habe ja schon ein bisschen Angst, dass man es da einfach den Mangel umdreht, dass ich das jetzt spielen kann, aber das werde ich mir safe holen, sowas von. Einfach nur in Hoffnung, dass es irgendwie funktioniert, weil ich könnte mir schon vorstellen, ist ziemlich geil. Wenn man dann so rumfliegt, dann sieht man so Jarvis quasi vor der Nase. Sowas mag ich ja. Definitiv.
Drachenfeste. So, jetzt gucken wir mal, in welche Richtung müssen wir denn dann ab. Kommt das hin? Kann das sein? Wir sind jetzt da. Ja, so grob. Also müssen wir schon da. Ist das hinter den Bergen oder noch davor? Muss nur davor sein, zwischendrin. Wenn wir an einem vorbei und dann, ja. Jetzt schauen wir mal. Laufen wir mal da nah. Irgendwie, man konnte. Ging das? Also bei Oblivion weiß ich, da gab es Pferde. Gab es das bei Skyrim? Weiß gar nicht mehr. Keine Ahnung. Bin gerade überfragt. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Aber irgendwie doch, das gab es ziemlich sicher. Da müsste doch da unten war doch, glaube ich, auch ein Stall oder sowas. Und dann kommt man doch auch irgendwie Pferde mit oder so. Gucken wir doch gleich mal. Also das mit dem hier, mit dem Video, dass ich ja nicht mehr aufnehme von mir selber, das zusammenzuschneiden, das ist ja schon ein Fick, sage ich euch. Weil irgendwie kriege ich das gescheit synchronisiert und dann laufen diese Tonspuren immer weiter auseinander. Und ja, dann muss ich immer mal wieder das kleine Video, wo man mich halt quasi sieht, also das hier, musste ich dann kurz einschneiden und so ein paar Millisekunden dann wieder nach links verschieben, damit es wieder passt hat. Dann hat es wieder perfekt passt und eine Minute später hatte ich schon wieder so einen Hall drin und nochmal eine Minute später war dann schon wieder alles versetzt. Und dann musste ich es wieder schneiden. War ein bisschen mühsam. Ich hoffe jetzt irgendwie, ich habe jetzt klatscht zur Synchronisation, wo ich es angefangen habe. Mal gespannt, ob ich das irgendwie... Oh, was ist da? Das ist doch irgendein Viech, oder? Ja, und dann mal zaubern. Fuchs! Ha! Ich spüre die Macht der dunklen Seite. Stört mich jetzt aber, warum mir der Bogen nicht mehr ausgerüstet habe. Ja, jetzt ist besser, gut. Eigentlich mag ich ja der Bogen im Spiel. Das ist vor allem, also, ich habe es mal ausprobiert mit dem Move-Controller, das ist schon witzig. Da kannst du ja wirklich so den Bogen so spannen und dann zielst mit dem Ding und dann lässt ihn los. Das ist schon ziemlich geil. Natürlich nicht. Da müssen sie sich wehren. Zieh gleich mal seine Waffe. Ist das ein Bandit oder wer? Schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Du hast keine Chance. Bandit kriegt maximal 2 Pfeile. Da sind sie eh für mir. Eisenpfeile. Irgendwann haben wir mal genug. Geldbeutel ist gut. Was? Oh. Was ist denn da? Guck mal. Geil wegrennen, die verwische ich noch. Wieso rennt der jetzt weg? Ah, der greift noch jemand anders. Ah, what the fuck? Ich liebe Herausforderungen. Bin ich eigentlich dumm zum Schießen jetzt. Ah, das war jetzt schon geschwind. Ich glaube, wenn 6-mal sowas ist, muss ich schnell auf mein Schwert irgendwie wechseln. Da ich sag Stahlschwert und Funke, also so quasi, weil dann keine. Mal. Muss ich ein bisschen öfters machen, muss man jetzt mal angewöhnen. Also auf jeden Fall hat der Bandit jetzt da ein Pferd gehabt. Kann ihm das jetzt klauen? Das wäre natürlich cool. Ist da irgendwie nur Höhle? Ja, aber da gibt's da was, wo sich lohnt zu mitnehmen? Oh, nee. Gift. Naja. Ein paar Tränke. Skuma. Oh ja, Drogen sind immer gut. Ja. Nee, sonst gibt's nichts, aber da gibt's ein Pferd. Ist tatsächlich jetzt schlecht. Stehlen wir mal. Also gut, dann gehen wir halt mit dem Pferd. Kann so ein Pferd auch springen? Oh. Aber das sieht ja schon ein bisschen freaky jetzt aus in der Brille, wenn du da diesen Pferdekopf da vor der Nase hast die ganze Zeit. Spannende Sache. Ja, was ich nur sagen wollte, auf jeden Fall habe ich dann jetzt irgendwie geklatscht zum Einstieg, zum Synchronisieren. Aber warum das dann trotzdem immer mal wieder aus dem... Also quasi wieder aus der Synchronität rausläuft. Das ist was ich gar nicht verstehe. Also irgendwie muss das PS4-Video oder das Video von meinem iPhone, mit dem ich hier das hier aufnehme, die haben, glaube ich, einen ganz minimalen Unterschied irgendwie in der Framerate oder sowas. Das Einzige, wo ich es mir erkläre, dass es dann so nach und nach sich wieder verschiebt. Aber wer bin ich denn schon? Ich habe ja eigentlich keine Ahnung. Das ist auch irgendwas, aber das interessiert uns erst weiter. Oh, hier, oder die schöne Musik, einwandfrei. Guck mal, schön.
Jetzt reise ich mit euch noch geschwind dorthin. Dann mache ich meine schnelle Pause. Und dann, wenn ich wieder da bin, geht's weiter mit der Quest. Ja, ist auch schon weit, bis man da mal da ist. Wie weit ist denn das noch? Also wir gehen jetzt erstmal in das Kalvanjund, würde ich sagen. Damit wir die Markierung kriegen, damit wir schnell reisen wieder können. Jetzt würde ich nur gern aufpassen, weiß jemand, wie man von dem Pferd absteigt. Ah, okay. Thema erledigt. Ich weiß natürlich nicht, ob da jetzt irgendwelche Creeps oder so ein Scheißdreck unterwegs sind. Gucken mal kurz, ob hier die Luft rein ist. Ja, das sind irgendwelche Typen. Ich glaube, da gehe ich dann lieber zu dem Treffpunkt. Mal mit den anderen zusammen. So, da ist der Treffpunkt. Alles klar. Wie sieht es aus? Gut, euch zu sehen. Ich wusste doch, dass aus euch noch ein echter Soldat wird. Ja, geschicke. Ich bin froh, dass ihr da drinnen bei mir sein werdet. Mir gefällt es hier nicht. Und ich rede nicht von dem Sturm. Ist das der aus der allerersten Mission, gell? Ja. Ihr also auch, was? Ein ehrlicher Kampf wäre mir lieber Zombies als dieses Herumgeschleichen. Das ist auch ein ehrlicher Kampf, vor allem wenn man Blitz erst dahin schießen kann. Aber reißen wir uns am Riemen. Dann sowieso. Wir sind die Soldaten des Kaisers. Wir tun unsere Pflicht, egal was sich uns in den Weg stellt. Ja, hab ich recht? Okay, also mache ich jetzt mal einen kurzen Schnitt. Ich klatsche mal in die Handy. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Video live. Jetzt sind wir da. Genau, wir wollten mit dem Anführer hier schwätzen und dann. Sieht aus, als wären uns die verdammten Rebellen zuvorgekommen. Egal. Wir haben das Überraschungsmoment. Egal! Nee, bin natürlich bereit. Was glaubst denn du? Ich werde es wahrscheinlich wieder ein paar Mal im Gesicht umeinander langen müssen, bis diese Ding wieder passt. Diese Sturmmäntel sind aus dem Grund hier wie hier. Ulfric, der Thronräuber, will diese Krone. Fuß geht auf. Die Rebellen vergessen gern, dass es das Kaiserreich ist, das den Bund von Himmelsrand fernhält. Auf der anderen Seite haben, aber denkt daran, sie sind jetzt unser Feind und werden nicht zögern, euch zu töten. General Tullius verlässt sich darauf, dass wir ihm die Zackenkrone bringen. Und wir machen das. Keine Sorge. Zeigen wir dann stoppt mein Russ noch sehr los. Angriff! Auf sie! Ich spring da runter, okay? Mit den besten Grüßen an Ulfric! Haha! Mal looten! Was gibt's? Jagdbogen haben wir schon. Stahlpfeil. Und was hat der? Auch Stahlpfeile. Das brauchen wir nichts. Haha! Das alle gleich looten. Und der auch können wir uns Stahlpfeile sammeln wieder? Das ist gut. Gold. Da einer. Ich hole ihn! Ah ne, da oben sind noch mehr. Ist ja fast langweilig mit der Hilfe, die wir haben. Kein Ausstattfeld, das ist sehr genau. Jawohl! Gut! Dann könnte ich eigentlich auch mal auf Stahlpfeile dann umsteigen, wenn. Ja. Aber jetzt tun wir erstmal Palpatine. Da geht's nie! Ich geh vor! Jetzt wieder eine neue Stufe. So, jetzt sind wir da hinten. Hallo? Was hängt da? Nichts, was ich looten kann. Okay, ah doch. Eisenkriegshammer und orkischer Kriegshammer. Den in der Mitte ist wertvoll. Was? Die Schleiche. Hier. Ja. Was für ein Chaos, echt nicht schlecht.
Na, ich loot jetzt nichts, ich laufe mit denen weiter. Ich mach jetzt dumm. Geil, wie blutig das Schwert ist, gell? Hammer. Cool. Ihr beiden bleibt und bewacht den Eingang. Wir wollen nicht von Sturmmantel-Nachschubtruppen überrascht werden. Ja, ich geh vor. Alle anderen kommen mit mir. Das ist cool, die sagt mein Name, alle anderen. Und da ist eine kaputte Brücke, oder? Da ist einer. Das ist dumm, Leoma Schleicher. Aber wir sind ja, glaub ich, schon entdeckt, gell? Ich kann euch nicht. So, könnt ihr mal wieder Zerstörungsgeil kriegen? Das wäre ja ganz cool. Das gefällt mir nicht. Der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Ich wette 10-1, dass sie direkt auf der anderen Seite auf uns warten. Aber ja, das sieht aus wie eine Falle oder sowas. Ne? Ziehen wir mal keine voreiligen Schlüsse, Soldat. Ja, viel Magiker, ja, ich habe viel Magiker, gell? Ich kann das langcasten. Ich will auch noch ein bisschen. Verhindern, dass die anderen warnen. Da warnt niemand irgendjemand, das verspreche ich euch. Stupe! Das machen wir gleich. Weil. Wir nehmen nochmal Magika. So, Zerstörung, Novize. Wirke Zerstörungszauber für die Hälfte der Magika. Magika. Eigentlich kommen wir gerade ganz gut klar mit dem Magika. Durch das doppelte Wirken sind die Effekte für wirkungsvoller. Ja, probieren wir doch das mal aus. Und zwar muss ich jetzt sagen, Magie, Zerstörung und dann habe ich Funken links und Funken rechts. Bam, oh geil. Jetzt geht's los. Da warten sicher noch mehr auf uns. Lass den Kampfmagier durch. Ha, haben wir noch das gesehen? Geil. So, was ist da? Da kommen jetzt so komische Zombies. Draugr! Ein Draugr! Musst aufpassen, Andreas, da ist ein Draugr! Selle. Also was ihr übrigens gesehen habt, mit dem Synchronisieren hier von dem Video, mit dem Umgang, immer wenn es lädt, muss ich nachsynchronisieren, weil irgendwie nimmt da die PlayStation so 300-400 Millisekunden lang einfach nicht auf. Und dann gibt's einen Schall. Naja, die hat noch genug Herf. Die hält das aus. Sieht so Pussy. Das ist eine Falle. Da will ich rein. Ah! Das war 13 Gold. Fick dich echt. Ich kann es jetzt ausschalten. Da bin ich so maskiert. Naja, 21 Gold insgesamt. Egal. Und das muss die Halle der Geschichten sein. Mhm. Oh. Davon habe ich schon gehört. Es heißt, auf diesen Wänden sei die Geschichte der Altvorderen zu sehen. Da muss man jetzt das wieder einstellen. Da gibt es meistens irgendwo Hints, in welcher Reihenfolge man das machen muss. Eins nach dem anderen, Soldat. Konzentriert euch auf unsere Hauptmission. Sieht man das jetzt irgendwo? Da hat bestimmt einer von denen hat bestimmt so ein. Wie nennt sich das? So Klaue? Ah, da liegt sie. Okay. Ah, stimmt. Auf der Klaue sieht man das dann. So war das. Jetzt gehen wir in die Objekte rein. Das müsste dann bei wahrscheinlich bei Schlüssel sein. Nee, dann ist es bei Sonstiges. Ah, mach die. Okay. Drachen machen. Was? Was ist? Wo könnte das dann sonst sein? Essen, Zutaten.
Nee. Waffen, alle. Da muss sie doch jetzt. Ah, da ist sie. Eben erzklar. Also, das sieht aus wie. Oh, ich kann näher rangehen, da sehe ich es besser. Wie geil. Wolf, Motte und dann, was ist das drunter? Und so ein anderes Ding, das finden wir bestimmt gleich. Also, erstmal Wolf. Ich frage mich, wozu die wohl dienen. Ah, das war ein Drache wahrscheinlich, das zweite. Wolf. Motte und Drache. Jawohl. Aktivieren! Gut gemacht. Ich bin bereit. Alle mal hier. Augen auf. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Kannst du mal gucken. Jetzt geht's bestimmt Draugers. Aufpassen, Draugers. Da kommt man wohl nicht durch. Wo gehen die? Ah, da. Sag doch was, Mensch. Dann mal los, Soldaten. Verteilen. Schauen wir mal, was wir da haben. Tut, was ihr am besten könnt, Soldaten. Jetzt kein Bock, dass mir einer ins Knick juckt da, ne? Tor soll ich öffnen, okay. Gucken wir mal. Da ist auf jeden Fall ein Eis durch, den brauche ich eigentlich nicht. Granatstein! Gut. Es muss eine Möglichkeit. Hab der Trauger den Granatstein gestohlen. Gut. Da ist eins Truhe. Gucken wir da rein. Was ist da so drin? Gold, Seelestein ist immer gut. Magika, Beschwörer, also Pfeile brauchen wir keine mehr. Wir haben so viele Stahlpfeile aufgesammelt. Außerdem tun wir gerade eh Zaubere. Ich bin nur am Suchen, Alter. Ich bin nur am Suchen, das ist eine Kohlepfanne. Auch wenn es sich vielleicht zu einfach anhört, habt ihr irgendwo einen Hebel gesehen? Beschadigt das Buch. Das Loch ist halt zu, da handelt der Mund bestimmt nochmal da rein. Muss nochmal genau gucken. Jetzt gucken wir nochmal da nie. Mhm. Habt ihr schon etwas gefunden? Nein, wir haben noch nichts gefunden. Also da ist. Oh, wer kein Hebel oder bin ich blöd? Das ist kein Hebel, gell? Nee, das ist keiner. Das sieht aus wie ein Stein, der sich bewegt. Da geht es bestimmt nachher wieder zurück. Wette mit euch, das ist der Zurückweg dann. Es muss eine Möglichkeit geben, dieses Tor zu öffnen. Da liegt irgendwas. Hier nix. Da ist auch nix. Mal da drüber gucken. Da. Ah, ah! Ein Hebel! Gut. Ein Hebel! Da sind Trauger! Nordschwert. Was heißt noch Mai? Mai Trauger! Im Bogen! Der steht das Schwertkit und der Bogen. Wohin uns dieser Weg führt. Ja, gucken wir mal genau. Tatsächlich jetzt einer hier von den Soldaten, die da dabei sind, gell? So. Jetzt lädt's wieder. Dafür wieder den Scheiß schneiden wahrscheinlich. Kann mal klatschen. Synchronklatscher. So. Da ist so ein Chef. Gleich drauf. Jetzt ist mein Magiker leer, aber tatsächlich. Nimm mal schnell den Bogen. Kaiserlicher Bogen. Hauptsache, wir bleiben wegen weg. Haben wir das mal geregelt? Drin. Weil wir haben ja bloß eine leichte Richtung. Okay. Gut. Zack, zack. Ah, wir können auch mal flammen. Ist auch cool. Ich will erstmal die andere. Looten. Und dann nehmen wir dem die Krone ab, ja? So machen wir das. Zackenkrone, die sieht da schon geil aus, hey, guck mal. Das ist, wenn ich sie so anlangen könnte, so krass, echt. Ich weiß übrigens, dass ich für euch in die falsche Richtung lang, gell, weil Spiegel und so. Aber ja, egal. Nehmt diese Krone mit zurück nach Einsamkeit, Soldat. Wir bleiben hier. Mal schauen, ob wir noch etwas. Oh, da gibt's einen Spruch.
Oh! Cool. Zeit verlangsamen. Ja, wie war das nochmal? Muss ich herklappen? Magie und dann Schreie. Zeit verlangsamen. Ah, ich brauche hier Drachenseele, genau so war's. Also jetzt habe ich immer nur Fuß. Also unerbitterliche Macht. Jetzt muss ich auch nochmal gucken, da gibt es bestimmt noch was Geiles zum Looten. Zaubertränk der Magik hat, das nehmen wir auf jeden Fall. Oh, war das jetzt... Ah, Lehrling, okay. Wie ging das nochmal? So nicht. Ah ja. Okay. Hab's wieder raus. Okay. Interessiert mich eigentlich. Hier gibt's da nichts, was. Nicht was, irgendwie was Gescheites zum Looten da hinten. Jetzt so richtig, gell? Was liegt denn da rum? Ein Leichentuch. Toll! Also. Arschlecke, nichts Besonderes. Aber wenn ich jetzt gerade dran denke, mache ich jetzt hier noch kurz meine. Mache ich die. Stahlpfeile rein und nehme die Nordpfeile. Weil einfach geschickt. Und die mache ich dann auch in meine Fevs. So. Dann kann ich nämlich hier meine Pfeile wechseln. Jawohl, sehr gut. Aber ich habe jetzt Flamme. Ein grillter Trauger geht's da. Ein ruheloser Trauger. So, okay, dann sagen wir, das war's, glaube ich. Jetzt gucken wir noch schön dann auf. Und da geht jetzt bestimmt der Stor auf. Und dann sehen wir wieder. Okay, und heute. Ja, komm jetzt da raus. Da geht's Loch auf. Machen wir da auf. Und dann machen wir da auf. Wo sind wir dann? Jetzt sind wir da, okay. Kommen wir wieder auf. Kann jetzt eigentlich jetzt schon schnell reisen, wenn ich sage Weltkarte. Markierter Ort. Dann kann ich doch bestimmt schon wieder zurück. Rechter Stein, was? Ocean Einsamkeit. Bin's blöd. Einsamkeit ist hier. Einsamkeit. Keine nicht, also wahrscheinlich muss ich erst raus da. Dann gucken wir doch noch schön auf Karte. Ja, gut, da oben ist die Tür, passt. Ja, ihr passt schon auf, gell? Macht doch gut. Super. Ja, nee, meine heiße Hände wegpacke. Ja. Bandit. So ein Bandit. Und wieder ein Synchronklatscher. Oh, vielleicht ein bisschen später. Jetzt? Hm? So, jetzt sind wir da raus. Jetzt müsste es eigentlich gehen mit dem Schnellreiser. Einsamkeit. Jetzt funktioniert's. Gut. Dann mache ich jetzt mal einen kurzen Schnitt, damit mir diese. Damit ihr nicht in diese Begrenzung reinlauft. So, jetzt sind wir wieder da. Ladebildschirm ist zu Ende. Kann man da synchronisieren. Da sieht man wieder geile Blutmond. Ihr könnt sicher den einen oder anderen Septim entbehren. Und deine Mutter kann Septim entbehren. Wo sehe ich eigentlich meine Hälfte? Die ist wieder relativ voll, gell? Man hält sich da ziemlich gut von selber. Also bisher musste ich noch nie irgendwas essen oder so. Das ist schon ganz cool. Ich weiß gar nicht, auf welchem Schwierigkeitsgrad ich eigentlich... Kann ich das eigentlich irgendwo nachgucken? Bestimmt besser stehen, oder? Einstellungen, Gameplay. Novize! Ah, klar! Ja, eigentlich will ich es jetzt so schwer. Machen wir mal, Lehrling. Sind wir mal jetzt so. Speichern beim Warten, beim Reisen. Ja, ja, passt. Ah, jetzt speichern natürlich, wenn ich ins Menü gehe. Ja, ich gehe zum General Tullio. Irgendwie. Ja. Juckt mir gerade nass. Macht keinen Ärger. Aber ich kann nicht niesen, weil mir oben die Brille, das habe ich schon mal erklärt, so oben das nasse Bein zusammendrückt. Aber ist egal.
Zaubertränke bekommt er in Angelines Aroma. General, wir haben die Drauger hier gemacht. Indem wir im Besitz von Falkenring sind. Hervorragende Arbeit, Soldat. Danke. Ich muss zugeben, dass selbst ich an ihrer Existenz gezweifelt hatte. Tja. Gab es Probleme? Ja, sind ein paar Leute gestorben. Ja, genau. Gute Männer sind das da die Drauger gestorben. Das ist nicht eure Entscheidung, Soldat. Ich hätte euch erst gar nicht losgeschickt, wenn es das nicht wert gewesen wäre. Also, was ist das, genau? Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann, eine außerordentlich wichtige Nachricht zu Jarl Balgruuf von Weißlauf zu bringen. Oh, da kann ich schnell reisen. Wir haben aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass Ulfric genug Männer versammelt hat, um die Stadt Weißlauf anzugreifen. Der Jarl lehnt jedoch die Unterstützung der Armee ab. Dieses Sendschreiben sollte ihn umstimmen. Seid vorsichtig, Soldat. Ich bin da sein Tane, also, gell? Enthalten geheime Informationen, wenn ich ihm das gebe, die nur für die Augen des Jarl bestimmt aber sind. Aber könntest du einfach mal, ja. Gut, das machen wir. Dann gehen wir gleich weiter. Zum Jarl Balgruuf nach Weißlauf. Stufe 5. Wenn diese Wachen aus Weißlauf einen Drachen besiegen können, können wir das schon lange. Das war ich. Ich war das. Weißlauf, Drachenfeste. Zack. Das Ziel mit dem Kopf ist schon komisch, wenn man dann so... Und dann verspannt man so richtig sein Genick. Oder, ja, jetzt hab ich's. Okay, und dann wieder... Also, das ist schon... Aber cool ist trotzdem. Soll jetzt irgendwie disrespektierlich klingen. In welche Richtung gucke ich eigentlich gerade? Kamera. Ja, bleibig. Und aufnehmen tut's auch. Ja, wie lang schon? 3 Minuten. Drachenfest, auf einmal stark und schön Wetter, gell? Wunderbar. Kostet eigentlich das Schnellreise was? Müsste ich mal drauf achten, aber das ist bestimmt da, oder? 1600 Gold, ja, wahrscheinlich kostet es so viel. So viel Ladebildschirm und jedes Mal. Also, ja. Ich glaube, das mit dem Videoeinblender finde ich schon irgendwie cool, aber ist schon sehr mühsam, also, muss ich sagen. Ich bin so froh, dass wir Freunde sind. Ich habe etwas für euch. Hier. Oh, danke! Jarl Balgruuf, ich war wieder Drauger. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Aber Nachricht. Zweifellos bittet er darum, seine Truppen in meinem Schloss stationieren zu dürfen. Wie oft muss ich ihm das noch abschlagen? Nun, raus damit. Plan, der General möchte Truppen haben. Ja, ja, das ist doch ein guter Deal, oder? Gebt die Dokumente meinem Vogt. Der Stuhl sieht auch geil aus. Nur für den Jarl persönlich. Stellt euch nicht so an. Proventus hält seine Augen für mich offen. Ich bin dein Tane. Gib mir den Brief einfach. Ich geb dir das, ja. Sobald ich ihn habe, kann ich damit doch machen, was ich will. Ja, gut. Fixer, mach doch weiter mit. Diese Berichte sind ja interessant. Proventus, was haltet ihr von der ganzen Angelegenheit? Falls Ulfric Weißlauf angreifen sollte. Wie bei allem ist auch hier Vorsicht geboten, mein Herr. Wir sollten abwarten und sehen, wie die Dinge sich entwickeln. Die Beute wartet. Ich sehe das genauso wie Irilet. Es ist an der Zeit zu handeln. Was zum Windhelm zu marschieren? Ich bin kein Dummkopf, Provento. Einen nichts dergleichen tun. Aber lauft nicht zu er weit weg. Torek gegenüber ich werde euch bald direkt brauchen. Torek! Er ging einfach auf den Jungen zu und brachte ihn um. Dieser Junge war der Großkönig von Himmelsrand. Ich bin vielleicht nicht der Großkönig, aber ich bin auch kein Junge mehr. Wenn Ulfric meine Herrschaft anfechten will nach alter Tradition, dann soll er das doch. Obwohl ich vermute, dass er wohl lieber seine Sturmmäntel schickt, um das für ihn zu erledigen. Ja, er hat bereits seine eigene Stärke unter Beweis gestellt. Nun ist seine Armee dran. Könntet ihr dann wenigstens General Tullius Anliegen prüfen? Ich Gott meine, bald wenn ihr Jarl Ulfric unbedingt beleidigen wollt. Die Beleidigung geht von Ulfric aus. Aber Proventus hat recht. Für Ulfric ist es klar,
Wer sich seinem Anspruch widersetzt, steht auf der Seite des Kaiserreichs. So, Halle Hettiger. Was ist so falsch daran, statt der eigenen Leute ein paar das Soldaten ist schon ziemlich in den geil. Zu schicken? Es erscheint feige. Aber wie kann man so war runde Balken feige, machen? Das Weißgold-Konkordat ist ja anzunehmen? Bestimmt wie beim Schiffsbau, wo man irgendwie Biegel oder so. Ist ja umgekehrt das Schiff eigentlich, gell? Hätte ich den Bestimmungen des Vertrages denn widersprechen können? Ich glaube, da war der sowas kostet heutzutage. Die Jarl wurden nicht gefragt. Man hat uns vor vollendete Tatsachen gestellt. Bestimmt teurer wie Fahrrad. Die Goldtruhen haben auch nicht geschadet. Verdammt nochmal. Ah, 100 jetzt gut. Ich will gerne weitermachen. Es ist ich Zeit habe meinen Entschluss getroffen. Auch wenn meine Berater noch herumzanken. Ich schicke euch nach Windhelm. Bringt diese Axt zu Ulfric Sturmmantel. So, ja. Männer, die einander verstehen, sollten keine Worte verschwenden. Wenn ein Krieger einem anderen seine Axt überlässt, sagt das alles. Ulfric wird die Bedeutung dieser Tat kennen. Gut. Okay, man macht jetzt mit der Info. Geh jetzt zu dem Ulfric, oder? Wir sollten prüfen, sagt ob meine Ulfric Quest es jetzt. Ernst meint. Oh, er meint es ernst. Quests. Bring die Axt zu Jarl Ulfric. Also, dann machen wir das doch. Und da ist der Hammer. Kommen wir erstmal raus. Kommt nochmal so ein schöner Ladebildschirm. Laden, laden, laden. Also, jetzt gucken wir schön auf die Karte, wo wir da nach müssen. Das sind unsere Markierungen. Die können wir eigentlich wegmachen, wie Gott das. Darin, egal. Da muss ich nach. Okay. Nach Windhelm. Jetzt gucken wir mal, ob dahin zumindest mal die Kutsche fährt. Wäre schon schlecht. Weil das ist nämlich echt scheiße weit weg. Ich könnte höchstens. Ja, irgendwie ging es schon, wenn ich von hier aus. Oh, jetzt gucken wir schon, vielleicht fährt die Kutsche echt was danach. Ihr, das wäre eigentlich geschickt. Sonst gibt es ja, glaube ich, keine Schnellreisemöglichkeit. Da gibt es so Magierportale wie Morrowind eigentlich. Beziehungsweise gibt es überhaupt ein Magiergild oder gab es da nur diese Akademie da im, ganz hoch oben im Norden? Fürchtet euch nicht, ob Drache oder Riese. Eigentlich ist es blöd, wenn man Selbstgespräche führt und man stellt sich dann Frage, weil wir sie denn eigentlich beantworten, gell? Ist echt ein bisschen blöd. Zack. Kann ich da jetzt irgendwie nachspringen oder muss ich die Tür vorne nehmen? Ne, ich muss die Tür nehmen, okay. Stimmt, das ist schon wieder instanziert hier, die Stadt, gell? Da war was. Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Ja, Sigurd, ist okay. Ja, so komm ich raus, genau. Akatosh heißt er. Als Drache dargestellt und dann. Okay. Jetzt. Wo war die Kutsche nochmal? Springen wir nochmal dann. Das sieht aus wie so eine Absprungschanze für so Drachenflieger. Yay! Yay! Da ist die Kutsche. Ein bisschen Akrobatik-Skiller, wenn wir so rumspringen. Das weiß ich noch früher, wenn wir Morrowind gespielt haben. Da hat mich mein Kumpel eben drauf gebracht. Wenn der Athletik-Skiller wolltest, hast du dich einfach an der Wand gestellt, an irgendeine Wand, so wie hier. So. Und dann hast du dir so ein Päckle gebaut aus Sandmünze und hast du mit Tesa-Rolle zusammengebaut und hast ein Päckle auf die Shift-Taste und ein Päckle auf die Vorwärts-Taste und dann hast du deinen Charakter so nach vorne laufen lassen. Dann hast du ihn halt so hingestellt, dass er immer gegen die Wand lief. Und dann hast du ihn halt einfach einen Tag lang laufen lassen und hast Athletik auf 100. Voll geil eigentlich. Soll ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer. Wohin soll's gehen? Wohin muss ich nochmal? Windhelm, ha, genau. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Oh, der hat ja da einen Teppich. Hoffentlich steckt da nicht mehr drin. So. Wart ihr schon mal in Windhelm? Nee, drum fahr ich doch mit dir, du Seemann, du Blöde. Das könnte ich ja schnell reisen.
Oh, guck mal, wie der guckt. Oh. Oh. Ich glaube, so ist das eine Zwergerüstung? Ja, ich glaube, ja. Rüstung wird eh überbewertet in dem Spiel. Morwin hat man Rüstungen nur gefarmt, um Geld zu kriegen. Damit man sich irgendwelche Permanent Effects auf seine Waffe und Rüstungen drauf casten konnte, weil die waren immer extrem teuer. So, jetzt sind wir in Windhelm. Jetzt gehen wir mal zu dem Typi da. Bin mal gespannt, wie der reagiert. Es ist kein Geheimnis, dass der Aretino-Junge irgendein Ritual abhält, um die dunkle Bruderschaft herbeizurufen. Aber das ist bestimmt interessant, weil sowas der da gerade erzählt hat mit Ritualen und so, aber egal. Wachen! Grüß Gott! Was? Ja, was verpasst? Oh, ein Drache! Keine Schwage. Ich glaube, ich speichere mal. Ist besser so. Schnell speichern. Gotti, Gotti, ich fahre weg, ich. Wollen wir aber der kaiserliche Bogen benutzen, bitte? Schieß dich! Bleib doch mal hocken, Mensch. Wir haben nicht einmal getroffen, gell? So wird das nix. Aber ich möchte doch den Drachen so gerne. Ich habe zumindest mal ein Ding gekriegt, Hellfleischte. Fällen habe ich nur 60, ja, das geht lange. Viel macht den Kinder. Greift mir an das Pferd. Ah, wie gut! Wieso denn? Der Drache ist hier. Mach mir das Pferd jetzt hier. Gott's noch. Das geht doch nicht. Du bist jetzt schwerer wie so ein Kackdrache. Oh, Gott sei Dank. Jetzt. Wetter Gott zu dir. Drachenseele, Drachenseele. Cool. Das mit dem Pferd tut mir jetzt schon leid, aber da konnte jetzt nichts dafür. Das habe ich auch so sehr getroffen. Greifst du mich jetzt an? Nein, die rennen zum Drache. Okay. Huh. Ja. Klick hier. Ihr habt seine Seele in euch aufgenommen. Ein Video, ne? Jawohl. Ah, ja. Jetzt gehen wir noch schön zu dem Fuzzi. Machen wir mal Schluss für heute. Hey, aufpassen! Passt du doch auf. Windhelm! Stimmt, ich wollte googlen, wie man einen von außen angucken kann. Habe ich ehrlich gesagt nicht gemacht. Egal, ich klatsche dafür.
Ist auch schön. Ihr kommt hierher, wo niemand euch will. Esst uns alles weg, verpestet unsere Stadt mit eurem Gestank und weigert euch, den Sturmmänteln zu helfen. Ah, jetzt mal. Aber wir haben uns auf keine Seite gestellt. Irgendwie kann ich mich dran erinnern, da gibt's da irgendwann mal einen Kampf in der Stadt. Da war doch mal irgendwas. Kann mich ganz dunkel dran erinnern. Sei es drum. Gott's da nie, oder? Ja. Wartet! Ich kenne euch doch. Naja, ich bin der mit dem Ding. Ich hoffe übrigens, dass man da die Baustelle jetzt gerade hört. Jetzt sind sie gerade nämlich richtig laut. Er ist ein echter Nord. Er wird es sich schon noch überlegen. Bargruf! Da nicht so sicher. Guck mal her. Kurier aus Einsamkeit. Schon da mit dem Mund. Ja? Ja. Fasst euch kurz, ich habe viel zu tun. So, ihr hättet den König tot geschrien. Ach, das ist der. So, ja. Tatsächlich? Ich hatte mich schon gefragt, wann er sich dazu aufraffen würde. Es ist der aus dem Ding. Was ist das? Wo auch mit mir auf der Kutsche war, ganz am Anfang. Tapfer, eine solche Botschaft zu kann überbringen. Sein. Wie schade, dass ihr euch die falsche Seite ausgesucht habt. Ihr könnt diese Axt dem Mann zurückbringen, der sie geschickt hat. Und richtet ihm aus, er könne sich auf Besucher einstellen. Okay. Ich erwarte in nächster Zukunft. Dann machen wir Kabel, wenn wir kommen, oder? In der Stadt Weißlauf. Okay. Warum führt der Krieg gegen euer eigenes Volk, ja? Ich habe den Menschen gezeigt, dass es uns schwach macht, wenn unsere Jarl die Milch des Kaiserreiches trinken. Nun muss ich ihnen den Weg zeigen, der uns zu unserer Stärke zurückführt. Ohne Opfer gibt es keinen Fortschritt. Keinen Weizen, ohne die Spreu davon zu trennen. Das Kaiserreich muss fortgefegt werden. So will es das Volk, so will ich es. Ja, unter seinem Auge. Wir werden uns bald wiedersehen. Schneller, als ihr glaubt. Warte du bloß, bis du meine beiden heiße Fäuste erlebst. So, wenn gut. Für uns ist er gegen uns. Ja, ich würde sagen, das war's mal soweit für heute. Genau an der Tür machen wir Schluss. Und morgen geht's weiter, beziehungsweise das nächste Mal. Indem wir nach Weißlauf zurückkehren und den Jarl warnen. Und dann sind wir mal gespannt, was passiert. Ich hoffe, das ist nächstes Mal wieder dabei. Ja. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Ah, das war der falsche Knopf. Ciao, ciao.